Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Uncharted 4. Ich bin euer MC Muffix. Wir sind hier gerade im Rossi anwesend und versuchen hier das Kreuz von Alvarez zu stehlen. Ja, scheinbar wird das aber nicht so leicht werden, wie wir es uns gedacht haben. Es gibt schon einige Probleme hier. Sully ist immer wieder mit dabei, das macht die Sache schön. Immer ein wenig besser, aber auch Nadine Ross, die Besitzerin einer Söldnerarmee ist und der Sully scheinbar zu kennen scheint, ist auch hier. Darf ich da rein? Ich will da aber rein. Okay, wir gehen da jetzt lieber nicht rein. Wenn hier der gute Herr nach unten will. Ach, na Leute, Mann. Wenn wir schon da sind, Mann, das müssen wir jetzt mal testen, was es hier gibt. So. Jetzt geht's immer. Ah, super. Schade. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Keine Secrets für den Maxi, okay? Dann halt nicht. So, abgeschlossen. So, also, da kommen wir nicht durch. So, das heißt, wir brauchen erstmal einen Schlüssel für das Tor. Schauen wir mal, was sich hier so Schönes befindet. Wir sind hier in der Weinkammer. Vielleicht können wir uns auch einen edlen Tropfen hier mitnehmen. Oder wir gehen einfach mal hier nach rechts. So. Da oben sind Lüftungsschächte. Ah, wartet. Lüftungsschächte? Wo? Da kann man aber nicht reinklettern, glaube ich. Schauen wir erstmal, wo der Weg uns hinführt. Na bitte. Es wäre der Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Leute, wir sind schon echt abhängig von Rauchern, das fällt mir auch wirklich mal so auf. Erinnert euch noch hier an Uncharted 2, da wo wir die ganze Zeit dieses Harz anzünden mussten? Ja, das haben wir auch nur dank Sully und seinem Feuerzeug hier hinbekommen. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. So, hier ist eine Tür, da geht schon mal nett hin. Schauen wir mal, wo geht's dahinter? Kann ich mir nicht ein Feuerzeug geben? Es ist verdammt dunkel hier. So. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich hab schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausnehmen. Wie machen wir das am blödesten? Schieben wir das fast nur bis dahin? Weil da hinten rechts gibt's auch noch einen Gang, aber da kommen wir halt nicht hin. Wieso kann man nicht einfach hier die Tür aufmachen, Mann? Stellt euch das nicht immer so an. So. Gut. Hier müssen wir irgendwie so abbiegen, aber es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Und wie weit kann man das Fass vorschieben? Soweit. Na, da müssen wir hin. So. Gut, wir müssen das Fass so hinschieben. Der Maxi plant da schon wieder Sachen. Dabei geht es auch wahrscheinlich viel. Ja, ach. Blöder Maxi, doofer Maxi. Komm, schieben wir mal das Fass so hin. Geh weg! Stehst auch noch im Weg rum. Hey, es ist nicht mein Leben, um was es hier geht. Da müssen wir da hingehen. Fertig. Fass rumschieben, Fass herschieben. Braucht doch kein Mensch. So, noch ein Fass. Ah, super. So. Dahin. Hier geht es natürlich wieder nicht weiter. Und dann können wir schon hier rein. Ha, kein Problem für uns. Wenn es hier nicht so dunkel wäre und ich irgendwas sehen würde. So, darüber. Darüber. Ich habe Angst. Jetzt ist dunkel. Und der kommt mit seinem Feuerzeug nicht hinterher. Sam, beeil dich hier mal. Hey, sieh mal die Lüftung. Da musst du mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Hey, das Feuerzeug ist auch nicht so leicht. Bitte, bitte hab ein bisschen Respekt hier für den Sam. So. In die Lüftung, davor hat er irgendwas gesagt. So, ach, okay, kein Problem. Dann schieben wir das gute Fass einfach hier hin. Hüpfen da ganz entspannt hoch. Wenn er mich schon wieder vorbeilässt mit seinem blöden Feuerzeug. Okay, dann mal rauf. Und schon haben wir hier unseren Geheimgang gefunden. Okay,
So sollten wir weiterkommen. Okay, da erscheinen schon hier die ersten Gefahren auf uns zu warten. Aber da kümmern wir uns erst, wenn es soweit ist. Hinter dir? Ah! Frischluft, wir kommen. Okay, raus aus der stickigen Katakomben hier und heraus wieder in das schöne Italien hier. Okay, es läuft ja, den Umsprüchen entsprechend ziemlich gut. Jetzt müssen wir hier natürlich nur an dem Tor noch vorbeikommen und dann... Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Brauchen wir jetzt nur noch einen Weg, hier irgendwie vorbeizukommen? Können wir da nicht hier Räuberleiter machen? Da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Schade. Hey, das muss ich als großen Kritikpunkt ansetzen. Leute, das, was mir an Uncharted 2 immer am besten gefallen hat, immer wenn man an einer Leiter gestanden ist oder eine Kiste jemand runtergetreten hat und man da runter stand, dann hat er immer so eine nette Animation gehabt, wo er immer so weghüpft vor denen. Gibt's hier nicht mehr. Großer Kritikpunkt, würde ich mal sagen. So. Sonst wäre es ja auch viel zu leicht, aber zum Glück haben wir hier gleich die nächste Leiter. Runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Hey, damit hat er zumindest seine Klamotten gefunden. Und wir müssen uns nun zum Maschinenraum schleichen, oder... Machen wir so wie der Sam, mit ein bisschen Gewalt geht es nämlich auch alles. Ist klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bauch rein. Ist noch hoch. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Und wie eh und je sind wir am Ende doch einfach auf Unterleihen gestellt, so wie sich das eigentlich auch gehört. So, es wird ja auch langsam Abend. Das heißt, es wird auch nicht viel leichter für uns. Obwohl, im Schatten der Nacht haben wir echt den Vorteil. Kann ich mich da jetzt fallen lassen und er hält sich da fest? Wie hoch ist die Chance, dass er das auch wirklich macht? Niedrig, oder? Ziemlich niedrig. Ah, sehr gut. Buona sehr. Oder was? Keine Ahnung. Heißt es gut gemacht? Ich weiß es nicht. So, da hinten ist schon wieder ein Seil. Ah, nee, das ist der Funkturm. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. So, und jetzt mit ein wenig geübten Hüpfen. Einer wunderschönen Landung. Dafür gibt es sicher 8 von 10. Ja, dafür gibt es, würde ich nur sagen, nur 5 von 10. Kommen wir jetzt auch hier weiter.
So, glücklicherweise haben wir bis jetzt außer halt den einen Kellner hier noch... Hey Leute, rauchen, Mann. Rauchen ist nicht gut. Besonders wenn wir hier gerade einen Diebstahl machen. So. So. Der war nicht so gut, Drake. Dafür gibt's nur einen von 10 Punkten. So, spawn ich. Ah, das ist okay, dankeschön. So. Und rup. Und alle hopp. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Unser anderer Partner, oh nein, ah, oh, Maxi. Unser anderer Partner ist hier scheinbar auch hier zu statten. War ja fast zu erwarten, dass der hier der Rafe, wenn er irgendwas hier über den Avery Schatz erfährt, dass er da mitbietet. Lustig irgendwie, wenn er hier so ein Milliardärsohn ist, hey, dann 400 Millionen sind dann doch nicht allzu viel für ihn, oder? Das sollte ihn doch dann kaum tangieren. Nichtsdestotrotz, eine Privatarmee und ein reicher Bengel. Okay, Leute, das ist eine gefährliche Kombination. So, und unser Drake weiß leider noch nichts davon. Und wisst ihr, was auch nicht so schön ist? Stellt euch mal vor, der gute Sam, der marschiert da, packt seine Drinks aus, beobachtet die Sache ein bisschen und dann sieht auf einmal der Rafe ihn. Leute, Mann, ich habe das Gefühl, Italien, ein schöner Urlaub, hier wird es doch nicht werden. Man konnte ja mal hoffen, dass irgendwas mal glatt läuft. So, wie komme ich da jetzt weiter oder hoch oder runter? Muss ich mich da fallen lassen? Na.
So. Ah, auf die andere Seite. Na, natürlich, immer auf die andere Seite. So. Okay, also. Unser Plan bleibt ja erstmal hier dasselbe. Wir müssen irgendwie da lebendig hochkommen. Den Strom mal schnell ausschalten. Sully, ich hoffe, du verschwindest schnell. Weil, hey, auch wenn hier der Sam irgendwas gegen dich hat, auch wenn wir noch nicht genau gewissen was, ich hoffe, du kommst da heil raus, aber hey, du bist Victor verdammt nochmal Sullivan. Und wenn du da nicht heil rauskommst, dann kommt niemand da heil raus. Und ich habe das Gefühl, unser Nate meine ich, auch wenn er jetzt hier 2 oder 3 Jährchen im Ruhestand war, ich denke, jetzt muss es doch mal wieder hier handgreiflich werden und wir müssen sehen, ob er hier aus der Form gekommen ist oder ob er immer noch hier wie ein Meister hier die Gegner ausschaltet. Leise, langsam und nicht dadurch, okay, nicht dadurch, dann runter, okay. So, wir sind auf einem guten Weg. Aber der Weg ist mit vielen Steinen gepflastert. Zum Henker sind diese Schutzschilde. Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Wartet, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da es keine weiteren Gebote gibt. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu daraus. Na, das hoffe ich. Okay, jetzt müssen wir aber echt hier Gas geben, Mann. Der Rafe, mit dem ist nicht zu scherzen, Mann. Ich dachte anfangs erst, dass er einfach nur ein kleiner Idiot ist. Einfach dumm wie Bohnenstroh und halt reich und verwöhnt. Dann hat er aber auf einmal hier den Wächter hier abgeschlachtet. Also einfach so, sticht er den ab. Und nun, ich denke mal, der wird den Bluff ganz sicher durchschauen. Oh mein Gott, Sully. 180.000, ey, da müssen wir, oh, das sieht doch gut aus. Da müssen wir noch ein paar mehr Schlüsse von Alvarez hier finden. So, komm. Der bietet einfach 400 Millionen. So viel ist der ganze Schatz dann wert. So, okay. So. Schnell. Oder 200.000, okay, dann ist ja alles gut, Mann. Sully, das hast du doch in der besten Tasche. Bereit? So bereit wie noch nie, Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten, zum Zweiten und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Barate tutti gli usciti! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Der Rafe ist hier in Mordeslust und wir müssen nun irgendwie vor ihm hier fliehen. Ja, Sully hat es glücklicherweise nochmal rausgeschafft. Ich denke, wenn er dann noch ein paar Sekunden länger drin geblieben wäre, dann hätte es ein unschönes Ende genommen. Immerhin haben wir dem Rafe den Abend versaut und das finde ich ist immer etwas. Nun haben wir aber erstmal einen kleinen Kater und beim nächsten Mal versuchen wir hier zu fliehen aus Italien.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.